der Musikuniversität, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Weil Sie als Gäste hier sind, darf ich Ihnen das sagen, das gehörte einstmals zum Salesianerkloster und ist eine ganz wunderbare Ausbildungsstätte, hauptsächlich in den musikpädagogischen Studien jetzt. Da gibt es einen, der vor vielen Jahren beim Tutorium Einführungsseminar in Göttwerk, also ein langer, ein bisschen unfrisiert, mit einer entsetzlich quietschenden Klarinette, sehr großen Eindruck erweckt hat, weil er dieses technische, diese kleinen Lücken, die man ja haben darf, mit einer unglaublichen Präsenz überdeckt hat und ein ganz heller Kopf ist, und den habe ich mir gemerkt. Ich habe ja keine Musikerziehungsstudenten, denn mein Name ist Rudolf Pietsch und ich bin am Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie als Assistent dort tätig und habe hauptsächlich die IGP, also die Kolleginnen und Kollegen, die ein instrumentalmusikpädagogisches Fach studieren, also nicht die Musikerzieher. Dort hat sich nämlich dieser junge Mann, der Markus Soteris Mühlschlägel, der Philo Mühlschlägel, hingewandt. Und dann ist er später wieder mal in meine Gasse gekommen, das war vor anderthalb Jahren ungefähr. Und in der Zeit hat er dann unter meiner Betreuung dieses Mordstrom-Werk verfasst. Das ist eine Auseinandersetzung mit seiner eigenen Familie, mit der Geschichte seiner eigenen Familie, mit der Musikgeschichte seiner eigenen Familie in Deutschland, in Schwaben. Und zum anderen hat er ja einen griechischen Background, wie man heute neudeutsch sagt, und hat diese herrliche Mischung mit einer sehr diffizilen und feinen Aufarbeitung seiner Familiengeschichte mütterlicherseits und großmütterlicherseits aufgearbeitet und das Eigentliche dann in die musikalische Sprache metamorphiert und umgewandelt. Und den eigentlichen Punkt, das, was man nicht lesen kann, sondern nur hören kann, das erleben wir jetzt. Ich habe schon ein bisschen mit einer anderen Kollegin von ihm geredet. Schade ist, dass wir, das ist alles in seiner Verantwortung, bei dem Zettel jetzt, ist mir noch gar nicht aufgefallen, zu wenig darauf hingewiesen haben, dass es ein Musikabend ist. Also jetzt erst durch so clevere Kolleginnen kommen Einladung zur Diplomprojektpräsentation. Da steht eigentlich nirgends drauf, dass das eigentlich der musikalische Teil dieses Werkes ist. Und das tut mir jetzt fast leid, dass wenige Leute da sind, aber die wenigen, die da sind, sind ja es wert, dass jetzt begonnen wird. Markus, ich bin schon gespannt. Ich kenne ja nicht alles, was du jetzt bieten wirst. Und ich begrüße Sie noch einmal sehr herzlich und bitte, dass du deine Musiker jetzt dann hereinbittest. Ich möchte nur sagen, dass es bei uns an der Universität noch keine künstlerischen Diplomarbeiten gibt, dass das eigentlich eine freiwillige Sache von ihm ist. Völlig verrückt eigentlich. Erstens einmal darf man nur 100 Seiten schreiben, das sind 400. Und damit hat er mich über Ostern gequält, das ist klar. Aber dass man daneben noch einen Live-Act, wie man das also schön nennen würde, heute auch hinzaubert, das ist ganz gewaltig. Dazu gratuliere ich dir im Vorhinein für den Mut, für den Einsatz. Und dass das sicherlich für alle deine Beteiligten und für dich selbst auch nicht leicht war, das habe ich schon ein bisschen so mitgekriegt und freue mich jetzt ganz besonders deswegen, wenn wir einen sehr, sehr einmaligen und erstmaligen Abend hier im Haus erleben dürfen.
Klang doch wie Bach, oder? Ach komm, was soll's. Spielen wir Mozart. Senior, wenn ich bitten darf. Leopoldi. Ist schon was im Koffer? Bisschen was. Reicht noch nicht aus. Probieren wir es. Spielt ihr das ohne Septim? Mit Septim klingt alles viel besser. Ciao, ist ganz einfach. Was spielst du denn genau? Zwei Akkorde. C-Dur und Septim. Was hat eigentlich Volksmusik mit Weltmusik zu tun? Mr. Markus? Eigentlich gar nichts, oder?
Also ich kenne das ganz anders. Ich kenne das ganz anders. Hast du die Tickets? Schon. Die Tickets, Mann. Ah. Lass uns eine Reise machen. Ja. Fahr mal.
Lass uns in die Slowakei fahren. Mama. Slowakei ist gut. Warum eigentlich? Da wurde ich zum ersten Mal verliebt. Sie konnte die Messe werfen. Sie war wunderschön. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Musik ist wie ein Regenbogen. Jede Kultur hat eigene Farbe. New Delhi, Bahnsteig 28. New Delhi? Lasst uns Party machen. Party? Lasst uns Party machen. Okay. Ein bisschen Party. Kann nicht schaden. Ah. Aha. Ha. Aha. Oh, den. Aha. Party. Da.
Ah, so. Aha. Nodel. 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 Nudel. Nudeln. New Delhi Nudel. New Delhi. Na, aha. Jo. Nudel. Nudel. Aha. Jo. Aha. Aha. New Delhi. New Delhi Disco Rap. Thank you.
wieder dieser Mozart. Das hört er nie auf. Ist das eine Tortur, diese Reise, oder? Also Brasilien ist ja schon sehr nett, aber ich war noch nie in Buenos Aires. Was gibt's in Buenos Aires, was es in Finnland nicht gibt? Ja, vertschisst euch mal, hier geht es jetzt um echte Geschichte, beziehungsweise echte Liebe. Buenos Aires, ich war auch noch nie dort. Aus Finnland kenne ich den Tango. Tango, meine Damen und Herren. Ha! Ich habe dich so lieb, Katzi, du bist mein Herz, Katzi. Wenn ich dich nicht sehe, tut's mir in meinem Herzen so weh, so weh. Dich brauch ich so sehr, Schatzi, du bist mein Herz, Katzi. Wenn ich dich nicht sehe, tut's mir in meinem Herzen so weh. Mit dir will ich immer sein, will dich nie verlieren, will dich bei mir spüren. Schatzi, komm, gib mir einen Kuss, weil es Liebe sein muss. Kann ich nicht verstehen, willst du von mir gehen? Schicksal hab Gnade. Schatzi, Katzi, Spatzi, bleib bei mir. Oh, du mein Katzi. Mit dir will ich immer sein. Will dich lieber dir, will dich bei mir spüren. Schatzi, komm und gib mir einen Kuss, weil es Liebe sein muss. Kann ich nicht verstehen, willst du von mir gehen? Schicksal hab Gnade. Schatzi, Katzi, Spatzi, bleib bei mir. Oh, du mein Herz, Schatzi. Ragazzi, fahren wir nach Italia. Was Gott tut, ist wohlgetan. Was? Opa! Bonita, ma bella! Was für ein Augenschmaus!
ja mena, kokoreva, ja sena, ekoreva, ja mena, taksideva, ja sena, eksodeva. Aku sesti smanas mu, aku sesti thia mu, ime oga literos, pu iparchi edo. Ihe stichi na me vris, ihe stichi na haris, ihe stichi na me dis. Ke pu de pira ego, ego. Εμένα ο πιο όμορφος, εμένα τον πιο έξυπνος εδώ. Εγώ ο πιο έξυπνος, εγώ ο πιο έξυπνος, εγώ ο καλύτερος, ο πιο πολύτιμος. Εγώ, εμένα με μισείς, εμένα, 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 εμένα. Εμένα με μισήσες, εμένα με διώξες. Και τότε κατάλαβα το πόσο σ' αγαπούσα εγώ. Εμένα, 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 λα 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 καλύτερος, λα 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 λα. Είχες τύχη να με βρεις, είχες τύχη να με βρεις, είχες τύχη να με βρεις, και πήρα εγώ. Μίζιρ λουμού η κλικιά σου η ματιά. Μίζιρ λουμού η κλικιά σου η ματιά. Φλόγα μου έχει ανάψει μες στη χαρδιά. Αχ, για χαλίλη. Αχ, για χαπίμπι, αχ. Τα σύο σου χείλη φτάσουνε μέλη με είμαι μαύρο ματά μισερλού μου, μαύρο ματά μισερλού μου τριλή. Η ζωή μου αλλάζει με ένα φιλί. Αγαπήμπη, άιντε για χαλίλη, άιντε, αχ. Απ' το δικό σου το στοματάκι είμαι. Αχ, μιζερλού, μαγική, εξωτική. Αχ, μιζερλού, εξωτική. Μαγική ομορφιά. Τρέλα θα μου έρθει. Δεν υποφέρω πια. Αχ, να σε κλέψω μέσα από την Αραβιά.
Tiramisu, du schmeckst so wunderbar. Mit dir, da wird mein Tag so sonnenklar. Ach ja, ich lieb dich, ach ja, ich miss dich. Schönste Frau im Haus. Ja.
das gehört sich so. Leichtes Leben. In der Antike waren wir noch was. Als Odysseus bin ich nur rumgefahren. Heute ist das alles nicht mehr möglich. Das sind die Penelopes auf der Durchfahrt. Oder jetzt die Virginia Wursts. Oder wie sie alle heißen. Naja, die Welt hat schon mal mehr Melone und Käse gegessen als heute. Damals war das nämlich unsere Mahlzeit. Wir haben sie leider nicht hier aus Gründen des finanziellen Desasters, Debakels, in dem wir stecken. Wir sind eigentlich die Weltbank, aber ihr wisst ja, wie es um die Banken steht. Und wir sind froh um jederlei Unterstützung, um hier weiterzumachen. Das ist eigentlich unser Abschluss hier. Und wir wollen aber gern weitermachen. Unsere Reise ist noch ein Traum und wir wollen sie uns erarbeiten und wir sind offen für alles Mögliche. Nur das Geld muss stimmen. Denn so sind die Banker. Melone und Käse, dafür hat es nicht gereicht, aber wir haben ein Liedchen vorbereitet mit demselben. Bernd, du wirst das nächste Mal einfach die Melone bringen. Das schaffen wir. Gerbusi getiri. Gerbusi getiri. Το τρών στη φυλακή οι μάγκες το πρωί που ξέρουν να λαδώνουν και την τιμή πληρώνουν. Άιτε πάμε! Όπα! Αυτοί που δεν τυχούν και πάντα την πατούν. Δεν έχουν την ζωή ούτε στην φυλακή. Άιντε πάμε, τε! Καρπούζι και σιρή. Άντε! Καρπούζι και τυρί.
Έχω δει. Αχ, Θεέ μου, Παναγιά μου, τι έχω πάθει. Τι έχω πάθει, Χαλίλη μου, άιντε πάμε. Αχ, πώς την πατώ, Χαλίλη, Χαπίμπη. Πώς την πατώ και την πληρώνω. Την πληρώνω στο τέλος, την πληρώνω εγώ. Μάνα μου, Χριστέ μου, το παιδί, πώς την πατώ. Χριστέ μου, Παναγιά μου, άιντε Χαλίλη, άιντε πώς την πατώ. Και την πληρώνω, την πληρώνω. Στο τέλος την πληρώνω εγώ, εγώ. Χωρίς καρπούζι το πρωί, χωρίς τυρί το βράδυ, χωρίς ανθρώπινη τιμή και τη ζωή το χάρι. Ich kenne das eigentlich ganz anders, das Lied. Was ist denn das? Was sind wir da schon wieder gelaufen? Geschleichte hörst. Was ist? Ist doch ein Leiband, oder? Leiband. Na gut, dann tun wir es halt so. Kapuzi krieg ich nie. Der Kapuzi kriegt er nicht. Das macht meine Laune hin. Ich lauf hier durch die Stadt. Er rennt umeinander über mich. Und alle haben mich satt. Und alle haben mich satt. Aber wir haben so satt. Weißt, Leidl nicht kapieren. Die Leidl kapieren's nicht. Und sie auch noch genieren. Manche holen sie die Hände vor's Gesicht. Anstatt, dass sie sich freuen. Tun's Käse, kleiner Coin. Kapuzzi kriegen die nicht. Also packen wir's. Kapuzzi. Krieg ich nie in dieser großen Stadt. Kapuzzi. Für mich. Die Leitl, die Stadt, alles von mir. Ach, den Tag vergesse ich nie. Oh, gäb's mir doch ein Bussi.
Lili, ach, es ist alles hier. Ach, es ist alles hier. An einem Tag ohne Bussi. Es ist alles hier an einem Tag ohne Bussi. Ach, das Leben, ich sag's euch, Leute. Hört's gut zu. Das Leben, es ist kein Bussi. Na, das Leben, es ist ein Hund. Und darum sind die ganzen Menschler, egal ob da in Wien oder irgendwo anders, darum sind die ganzen Menschler, Halili, so wahnsinnig kugelrund. Weil's die Leute nicht kapieren. Sie kapieren's einfach nicht. Und sie auch noch genieren. Sie genieren sie. Anstatt, dass sie sich freuen. Oder wie man da sagt, Freuden, Taterten. Tanz Käsegreiner. Wieder, 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 wieder. Wohin des Wegs, hübsche Penelope? Nichts sonst. Die Überfahrt macht hungrig oder seekrank. Thalassa, thalassa kimu. Thalassa, thalassa tus thalassinus. Thalassa kimu. Thalassa, thalassa. Thalassinus, thalassakimu, min tu thalasso, ternis, thalassonome, jasena, ximeronome, min tu thalasso, ternis, thalassonome, jasena, ximeronome. Thalassa calmiro nero da sexe caso den voro fa sa calmiro nero na sexe caso den voro che copelia in mi cri oh man man che i copelia Copelia in emicri, oh Haman, Haman, che dentispan, tamavra, salasakimu, che fere dopo la kimu, che dentispan, tamavra, salasakimu, che fere. Bonita, Mama. Die Reise war eigentlich zu schön, um zu Ende zu gehen. Schauen wir nochmal, was haben wir überhaupt geträumt?
Stimmt. Cucina, cucaracha, bonita, cha cha, cha cha. Für euer Kommen. Wir haben noch eine Zugabe, aber die gibt es erst, wenn geklatscht wird.
Damen und Herren, Halil Andernay. Stefan Mattel am Akkordeon. Václav an der Gitarre. Alexander an den Tablas, Berimbaum. Bernd an den Percussion. Ramona an den Percussion und am Gesang. Was war's auf der Slowakei? Was man auf dem Flohmarkt nicht alles findet. Eine Melodie aus der Flohkiste hat uns der Flohmarkt geschenkt. Ja, man muss irgendwo muss man an das Zeug kommen. Gell? Vielen Dank. Ciao.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Markus Mühlschlegel Triantafilou und ich bin Student. An der Musikuniversität mache ich gerade meine Diplomarbeit zum Thema Weltmusik. Schon meine Mutter und ihre Eltern musizierten zu Hause in der Stube und wurden daraufhin nach mehreren Jahren Probezeit eingeladen, an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen und dort Volksmusik zu spielen. Das hat mich beeinflusst, nun auch mein Studium hier in Wien zu machen und darüber hinaus nun in meiner Diplomarbeit zum Thema Weltmusik und Stubenmusik zu schreiben bzw. zu sprechen. Im Zuge dieser Arbeit habe ich ein Ensemble gegründet, zu dem ich mehrere Mitglieder hinzugezogen habe, die teilweise von der Universität kommend, aber auch teilweise von außen hinzugezogen wurden. Sie habe ich jetzt auch befragt zum Thema Weltmusik, was dieser Begriff für Sie bedeutet, was dieser Begriff beinhalten könnte und wie Sie zu der Tradition Ihrer eigenen Volksmusik und der Volksmusik im Zusammenhang mit Einflussnahme von anderen Musikstilen stehen. In dem Projekt geht es vor allem darum, alpenländische und orientalische Musik gegenseitig zu beeinflussen. Und was dabei herauskommt, das wird sich erst noch in ein paar Monaten zeigen. Nun aber zur Befragung meiner lieben Musikerkollegen und Kolleginnen. Was ist Weltmusik für dich? Weltmusik ist für mich Volksmusik, verschiedene Volksmusiken gemischt von verschiedenen Kulturen. Vielleicht auch ein bisschen in Popularmusik gehend, oft. Weltmusik ist für mich ein Zusammenspiel oder Zusammenfluss von Musik aus verschiedenen Kulturen. Weltmusik ist für mich Vereinigung aller Kulturen und tiefe emotionale Spürbarkeit, ja, schön auszudrücken. Musik ist ein Regenbogen und jede Volk bezieht ein Farbe, also orientalische Musik zum Beispiel grüne und die Weltmusik ist rote, ich weiß es nicht, aber nicht bestimmte so Grenze. Also ich möchte nicht unterschieden Weltmusik, Volksmusik und dann orientalisch und Weltmusik. Nach meiner Meinung. Also ich muss mich immer wundern, wenn ich Weltmusik höre, weil ich mir denke, was soll denn das eigentlich heißen? Weil jede Kultur hat ihre Musik und das ist halt dann entweder die Wiener Kultur oder die orientalische oder wie auch immer. Und dann ist Weltmusik halt irgendwie ein komischer Begriff, der für mich eigentlich nicht sehr viel aussagt. Und ich glaube, was er dann halt meint, ist, dass man sich einfach mit fremden Kulturen, Musikkulturen beschäftigt. Das verstehe ich drunter. Boah, Weltmusik ist für mich ein vielseitiges Konglomerat aus allen möglichen Stilen, aus der Musik aller möglicher Länder und eigentlich ziemlich spannend für mich, ja. Also ich habe es mir so interpretiert, dass es einfach eben Instrumente aus allen Ländern und Menschen aus allen Ländern verbindend spielen zusammen Musik. Ist Weltmusik für dich ein stimmiger Begriff? Es ist für mich ein Begriff, unter dem man sich nicht sehr viel vorstellen kann, weil es, glaube ich, ziemlich alles sein kann. Ein stimmiger Begriff? Ja, schon. Ein stimmiger Begriff, ja, ist, weil es einfach das verbindet, was auch Kommunikation und auch der Zusammenhalt der Welt ausmacht, der Menschen auf der Welt. Jein, also ich kann nicht so, ja, wie gesagt, ich muss überdenken, Weltmusik, ja, muss man... Ja, Begriffe, also, ja,
Begriffe nicht so 2 plus 2, es ist 4. Nicht so, Begriffe ist es nicht so. So. Und dann jede Mensch und jede Weltanschauung haben definiert in dieser Begriff. Also Weltmusik, keine Bedeutung eigentlich für mich. Musik ist Musik und dann jeder hat eine eigene Farbe. Naja, wie gesagt, nein. Stimmiger Begriff, die Frage ist schwierig zu beantworten. Es hängt immer von der Art von Weltmusik ab, finde ich. Ob es ein stimmiger Begriff ist, könnte jetzt nicht so genau sagen. Ja, so wie ich ihn mir interpretiert habe, ja. Empfindest du einen Unterschied zwischen Weltmusik und Volksmusik? Ja, weil Volksmusik bezieht sich auf eine Kultur oder vielleicht eine Gruppe, eine Ethnie oder so. Und Weltmusik ist für mich gemischt, gemischte Kulturen. Ja, weil Volksmusik ist die Volks-, also meine Musik, die volkstümliche Musik in meiner eigenen Kultur und Weltmusik ist aus anderen Kulturen. Für dich. Ja, Volksmusik ist eher im Volk anzutreffen, Weltmusik ist die Vereinigung der Völker, die Musik machen. Ja, ich kann nicht unterscheiden Weltmusik, Volksmusik und religiöse Musik und dann westliche Musik, orientalische Musik, also. Das ist gemein, dass du das fragst. Weil das ja Definitionen sind, die ich einfach nicht so genau jetzt kenne. Also mit Volksmusik verbinde ich halt einfach eine Tradition von einer bestimmten Ethnie, die eine lange Geschichte hat und die ganz spezifische Merkmale hat. Und Weltmusik ist für mich immer ein ziemlich schwammiger Begriff, der nicht so viel aussagt. Ich glaube, die Grenzen verschwimmen da eher. Also für mich gibt es da keinen so wesentlichen Unterschied, würde ich sagen. Ja, schon. Also die Weltmusik ist eben die Verbindung von diesen verschiedenen Ländern und Dings. Und eine Volksmusik ist nur von einem Land und die jeweilige Tradition und begrenzt halt einfach auf das Land und die Tradition und die Instrumente, die es dort gibt. Ist Musik grenzenüberschreitend? Darf sie Grenzen überschreiten? Ja. Musik ist auf jeden Fall grenzüberschreitend. Soll ich erklären, wieso? Naja, es ist auf jeden Fall eine Ebene der Kommunikation. Das heißt, man kann es auch ohne Sprache machen. Also man kann musizieren, ohne dass man sich versteht auf andere Ebene. Sie soll Grenzen überschreiten. Sie soll Grenzen überschreiten. Ja, bitte. Ich finde, Musik sollte auf jeden Fall Grenzen überschreiten. Ich finde Volksmusik gut. Teilweise stört es mir ein bisschen daran, dass es durch die Grenzen so eingeengt ist. Und in der Weltmusik bin ich der Ansicht, da kann man diese Grenzen aber öffnen, indem man die Musikstile verschiedener Kulturen verbindet. Es sollte sie sein. Es soll ja eine Form, eine Verbindung zwischen Menschen geschaffen werden. Also ohne halt, ich meine, es gibt auch andere Formen, aber die Musik ist auch eine Form, Menschen zu verbinden und zu verbinden. Genau, Punkt. Befürwortest du eine Öffnung der Volksmusik deiner Heimat? Naja, eine Öffnung ist ja, was dann in die Richtung Weltmusik geht, denke ich. Also Volksmusik, natürlich entwickelt sich das irgendwie, sollte sich das weiterentwickeln. Wie sich eben eine Kultur weiterentwickeln sollte. Aber das ist schwierig. Weil traditionsbewusste Menschen oft nicht ein bisschen sich öffnen wollen.
Ja? Sollte es, ja. Also, Musik ist eine Sprache. Sprache nicht bestimmte. Von vor den 200 Jahren sprechen wir nicht diese Deutsch, also diese Türkisch. Also Sprache ist immer mit der Zeit verändert. Neue Regeln, manche Regeln verloren, manche Regeln gewinnen und so weiter. Also Musik ist nicht eine stabilisierte Struktur, sondern wie eine Sprache ist es immer ja, nicht stabilisiert. Deswegen, ich kann nicht so verlieren diese Originalität und wir müssen schützen diese Tradition und so weiter. Nein, nicht wie eine Sprache. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es gut, ich finde Volksmusik selbst auch gut, weil es einfach aus verschiedenen Kulturen kommt und das Abbild einfach ist von der Kultur. Aber ich finde es sehr spannend, wenn sie verschiedene Arten von Musik dann einfach vermischen, verschiedene Arten von Volksmusik. Ja, muss eigentlich sein, weil sie erreicht einfach nicht mehr alle Menschen, also viel zu wenig. Und es muss einfach der Zeit angepasst werden. Und das so, wie es jetzt ist, oder diese ganz eben konservative Volksmusik, die ist einfach für viele nicht mehr aktuell. Also das geht nicht mehr so. Ist die Volksmusik deiner Heimat konservativ ausgerichtet? Konservativ. Ich würde sie ja mit Tradition bezeichnen, nicht mit konservativ. Oder vielleicht sind die Inhalte konservativ, aber dass die Musik selbst konservativ ist, glaube ich nicht. Oder die Ausübenden zumindest müssen nicht unbedingt konservativ sein. In meiner Kindheit schon, jetzt merke ich halt, dass es schon sehr viele Ebenen gibt, wo Volksmusik einerseits modern interpretiert wird. Na, also nicht konservativ, sondern zu viele Projekte, zu viele andere Richtung mit Modernisierung, mit Jazz, mit westlicher Musik und mit Volksmusik, mit den traditionellen, also klassischen Musik in meiner Heimat. Immer Fusion gibt es auch, gibt es ganz pur traditionelle Musik gibt es auch, aber die andere Musikrichtung immer Fusion machen und dann verschiedene Projekte mitspielen. Nein, ich finde nicht. Also jetzt nimmer. Ich meine, natürlich gibt es konservative Leute, aber ich genieße das gerade sehr, dieser Aufbruchsgeist, der gerade in Wien auch so stark ist. Und es sind so viele grenzüberschreitende Musikprojekte. Das finde ich ganz spannend. Ja, das Problem ist, ich habe eben zwei Heimaten und die Volksmusik, also so wie ich sie, also die richtige volkstümliche Musik ist eher nicht konservativ, die ist vor allem sehr negativ besetzt und das ist ein bisschen schade. Und sie ist, ja, eigentlich schon konservativ. Befürchtest du den Verlust der Tradition durch zu viel Öffnung? Nein, weil ich glaube, dass es die Entwicklung ist. Also durch Entwicklung entsteht wieder was Neues, was wieder eine neue Kultur oder neue Tradition wird. Also es kann nicht alles stehen bleiben. Also ich habe da keine Angst davor, dass sich jetzt etwas ändert, weil ich finde das gut. Sprache und Musik hat sich immer verändert, also es kann nicht stehen bleiben. Nein, weil bis es mal zu einer Öffnung kommt, das dauert schon sehr lange. Und ich glaube nicht, dass so viele Einflüsse dann die Volksmusik dann verändern würden. Mhm.
Haben wir überhaupt noch Tradition in Österreich? Das ist die Frage, deswegen eher nicht. Ja, wie kann. Also diese Fusion, findest du die gut? Ja, manchmal gut, manchmal nicht. Manchmal passt. Ja, manchmal passt, manchmal nicht, ja. Ja, ich kann nicht so gesamte, sondern mit den Projekten. Manche Projekte, manche Fusion ist sehr gefällt mir, manche nicht. Also, Musik ist eine Sprache. Sprache nicht bestimmte. Von vor den 200 Jahren sprechen wir nicht diese Deutsch, also diese Türkisch. Also Sprache ist immer mit der Zeit verändert. Neue Regeln, manche Regeln verloren, manche Regeln gewinnen und so weiter. Also Musik ist nicht eine stabilisierte Struktur, sondern wie eine Sprache ist es immer ja nicht stabilisiert. Deswegen ich kann nicht so verlieren diese Originalität und wir müssen schützen diese Tradition und so weiter. Nein, nicht wie eine Sprache. Das hängt davon ab, wie man damit umgeht. Also durch die Öffnung natürlich lernen so viel mehr Leute kennen und werden einfach die Gedanken freier. Also Leute hören sich das in Musik an, die sich das vielleicht sonst nicht angehört hätten oder bekommen wieder einen Zugang. Es ist natürlich schade, wenn man dann immer an der Oberfläche bleibt und sich nie genauer mit der Musik auseinandersetzt. Und natürlich wäre es auch schade, wenn man irgendwann nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich in der Musik genau und was ist dann aber die Musik in der Steiermark. Natürlich wäre das schon total schade. Wenn es verwischt so. Wenn es verwischen würde, ja. Das hängt davon ab, wie man damit umgeht. Und wie intensiv man sich damit auseinandersetzt. Nein, ich finde das. Verlust der Tradition. Ich finde das eigentlich gut, weil dadurch entsteht wieder eine neue Art von Musik. Weil die Volksmusik, die wird ja immer bleiben. Die ist ja mit der jeweiligen Kultur behaftet. Und wenn sie die öffnet, aber dann entsteht wieder was komplett Neues. Und das finde ich sehr spannend. Naja, ich meine, wenn Verlust kommt, kommt ein Verlust. Aber ich finde es immer sehr schön und auch wichtig, dass man das Alte trotzdem bewahrt und daraus was Neues erschafft. Also das finde ich immer schön und sinnvoll, aber es muss mitgehen mit der Zeit. Aber wäre super, wenn einfach auch das Alte irgendwie doch noch vorkommt und nicht nur was ganz Neues geschaffen wird. Aber ich meine, das kann man eh manchmal nicht steuern. Wenn es dann verloren geht, geht es halt verloren. Hauptsache, es ist irgendwas noch da. Naja, gut, widerspricht sich jetzt, aber ist ja egal. Ihr versteht das schon. Ich bin immer für Alte und das so schön improvisieren, oder? Aber eben, ja, dann hat man alles. Die Verbindung zwischen Alt und Neu, genau. Die Verbindung zwischen Alt und Neu. So. Okay. Fühlst du dich durch das Instrument, das du spielst, mit der Tradition deines Heimatlandes verbunden? Warum und wie? Nein, also nicht direkt zur Volksmusik. Ich fühle mich eher durch Singen zur Volksmusik gebunden. Durch die Familie halt. Dadurch, dass wir in der Familie einen Chor haben und so. Ja. Weil Hackbrett ein volkstümliches Musikinstrument ist auch. Es äußert sich, dass ich gerne den Schweiß der Inder rieche und dass es einfach, ja, musikalisch in mir einfach auch, glaube ich, dass sich mein Wesen verändert hat. Deswegen merke ich das für die letzten 16 Jahre. Ja, ich sagte, unsere Tradition ist eine Farbe und dann ich habe unterwachsen diese Farbe und dann natürlich spiele ich und meine Musikrichtung ist in dieser Farbe. Wie gesagt. Aber nicht, wenn ich
nicht in der Türkei oder in der Orient geboren, in Österreich oder in andere europäische Länder geboren. Und dann meine Musikrichtung ist die andere Farbe. Also also eine philosophische Frage und Problem und dann ich kann nicht spontan antworten, aber ich muss zu viel überdenken. Also Schicksal. Ich habe in der Türkei geboren und meine Musikrichtung ist so. Aber ja. Ja, ich fühle mich der Wiener Tradition verbunden, wo ja Gott sei Dank Geigen eine Rolle spielen. Und ja, und ich mag diese Musik unglaublich gern und da merke ich so richtig, ja, das ist meine Heimat. Und da werden einfach, da wird Mentalität und einfach ein Charakterzüge ausgedrückt, die in keiner anderen Musik auf diese Weise ausgedrückt werden. Deswegen mag ich Wiener Musik sehr gern und fühle mich dem auch verbunden. Ja, auf gewisse Weise schon, auch wenn es mir nicht immer sehr recht ist, weil dort, wo ich eigentlich herkomme, oder in Österreich, ist die Akkordeonmusik also eigentlich sehr mit der volkstümlichen Musik auch verbunden und ist teilweise nicht so gut für das Image der Musiker. Puh, also ich spiele Geige, meine Heimatländer sind Österreich und Deutschland. Ich fühle mich mit der Geige eher in die Länder, in alle Länder verbunden, wo es eigentlich die Geige gespielt wird. Also ich fühle mich eben nicht verbunden mit Ländern, wo eher nicht Geige gibt oder gespielt wird. Aber jetzt so mit meinem Heimatland, also ich fühle da auch nicht viel Heimat. Und deswegen, nö, eigentlich nicht. Mhm.